Hallo Fotofreunde und herzlich willkommen auf der Fotokina. Wir sind heute am Stand von Saal Digital und neben mir stehen Michael und José. Und die beiden werden uns jetzt mal so ein bisschen erklären, was man hier am Stand und dann auch bei Saal Digital auf der Webseite für Produkte finden kann. Für alle diejenigen, die Saal Digital noch gar nicht kennen oder noch gar nicht wissen, was das überhaupt ist, Michael, erklär uns das doch mal ganz kurz. Hallo, also Saal Digital ist Hersteller von hochwertigen Fotoprodukten. Wir stellen Fotobücher her, stellen Wandbilder her und wir stellen Karten her, verschiedenste Produkte, verschiedenste Konfigurationsmöglichkeiten, alles individualisierbar. Ja, und dazu gibt es dann auch entsprechende Software, wo man das Ganze dann auf dem Computer sich quasi layouten kann und dann schickt man es direkt zu euch. Und muss man sonst noch irgendwas beachten, wenn man jetzt die Bilder quasi vorbereitet für den Druck? Also wir bieten für Profis natürlich ICC-Profile an. Wir bieten auch Guides an bei uns auf der Seite, wie man mit Farbmanagement umgehen kann, wie man die ICC-Profile richtig einsetzt, damit dann auch wirklich genau die Qualität rauskommt, die man haben möchte und die Farben rauskommen, die man möchte. Super, also schaut auf jeden Fall mal bei Saal Digital auf der Webseite vorbei und da gibt es dann entsprechende Hilfestellungen, was ihr alles beachten müsst beim Export eurer Fotos. So, wir haben uns mal an den ersten Tisch begeben und hier finden wir viele Fotobücher. José, kannst du uns ja vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, was ihr alles so anbietet? Genau, also wie ihr schon seht, wir haben viele Fotobuchformate hier, also alle 6 Formate, die wir anbieten auf unserem Software. Vor allem besonders unsere Ledercover-Variationen. Zeig's ruhig mal in die Kamera. Genau. Das ist zum Beispiel, das wäre Saphir-Schwarz. Haben wir auch in Creme. Dann gibt es auch den hier. Also hier kann man zum Beispiel Text bedrucken. Neu sind auch Cliparts möglich. Ja. Und dann sonst haben wir diese Also Fotopapiercover. Dann haben wir 2 Variationen, Matt und Glanz. Und also beliebig haben wir XD-Seiten, also extra thick Seiten. Kann man vielleicht so sehen. Ja, die sind wirklich sehr dick. Was ich immer ganz spannend finde bei diesen Seiten, ihr nennt es Panoramabindung, genau. Dass man quasi das Buch aufschlägt und dann wirklich eine Doppelseite zu sehen hat, ohne irgendwelche Wellen drin oder so, sondern man hat wirklich ein Foto. Genau, man kann ein Foto doppelt, also vollflächig auf eine Doppelseite platzieren und dann sieht man, also wie ihr schon seht, also keine Detailscanner, wirklich verloren. Man kann aber die Gestaltung selber festlegen. Also man kann hier an der 4 Bilder platzieren oder 6 Bilder. Wir bieten auch Templates auf der Webseite den Kunden zur Verfügung an. Ja. Und diese Bilder, die ihr jetzt seht, das sind einfach eine Bildauswahl, die wir von Kooperationen Fotografen gemacht haben. Die haben sie sich bei uns beworben und hatten Interesse, bei uns auf der Fotokina zu kooperieren. Und dementsprechend zeigen wir auch ihren Logo auch dabei. Wir haben uns jetzt mal hier vor den nächsten Tisch gestellt und hier ist auch noch eine ganz spannende Neuerung, wie ich finde. Ihr habt hier ein paar Bücher ausgestellt mit neuen Covern, die es so noch gar nicht auf dem Markt gibt. Ja, für uns ist wirklich sehr interessant, was der Kunde von unseren Produkten hält. Und wir haben einfach die Gelegenheit hier auf der Fotokina genutzt, wirklich den Kunden direkt zu fragen, was sie von unseren neuen Ledercover-Variationen halten. Also, wir sind uns aber nicht sicher, ob wir alle hier ausgestellte Ledercover-Variationen in den Software anbieten würden. Das sind unterschiedliche Holzoptik. Dann haben wir hier Gold, Silber, Metallic, so leinenähnliche Netzstrukturen. Von der Haptik her kannst du vielleicht später mal anfassen. Ja, ja. Das ist wirklich was Besonderes. Und jetzt, da du hier jetzt auf unserem Stand bist, dann würde ich gerne dich fragen und vielleicht auch deine Followers, was sie jetzt von diesen Ledercover-Variationen halten. Auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall mit der Kamera auch noch mal ein bisschen näher ranschwenken gleich. Ich persönlich finde ja diese Optik hier, diese weiße Optik mit dieser Lederoptik, finde ich persönlich sehr spannend, fässt sich auch sehr gut an von der Haptik her. Und ja, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren demnächst. Genau, das werden wir anbieten, wie gewohnt, mit allen Papieroberflächen, die wir für Fotobücher anbieten, Glanz und Matt, extra thick. Das kann man wie beliebig auf unseren Software konfigurieren. Es ist auch neu, dass wir optional keinen QR-Code drucken. Dann schaffen wir eigentlich ein neutrales Fotobuch ohne Herstellerlogo wie immer und jetzt auch ohne QR-Code.
damit also alle Bilder vom Fotografen hochwertiger und neutraler wirken. Okay, sehr schön. Ja, echt spannende Produktpalette hier. Es gibt auch goldene Bücher und silberne Bücher oder auch hier in der Holzoptik. Also da solltet ihr auf jeden Fall mal auf der Webseite vorbeischauen, wenn es dann soweit ist und sie online sind. Und ihr könnt ja einfach mal unten in den Kommentaren posten, welche Looks euch hier am besten gefallen. Vielleicht nimmt dann Saal Digital auch einen von euren Vorschlägen mit online. Genau, für welche Anlässe Sie sich das vorstellen. Zum Beispiel, das kann ich mir sehr gut vorstellen, für eine goldene Hochzeit zum Beispiel. Ja. Das wäre was Passendes. Oder hier zum Beispiel für ein Mädchen, für ein Baby, Reportage, Kommunion, Taufe, sowas. Ja, dann hätten wir das zum Beispiel für einen Junge. Also, es gibt immer was dabei, je nach dem Anlass. So, wir haben uns nochmal weiter bewegt, denn es gibt ja natürlich noch ein bisschen mehr als Fotobücher bei Saal Digital. Zum Beispiel Wandbilder. Und jetzt haben wir uns hier mal an den Tisch gestellt, beziehungsweise hinter uns sind auch viele große Beispiele an der Wand zu sehen. Und hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich mal anzuschauen auf dem Tisch, wie das Ganze dann verschieden aussieht. Auf Alu-Dibond, auf Galerieprint glänzend, Galerieprint matt, Hartschaumplatten und so weiter. Und ihr habt da eine relativ große Produktvariation, ne? Genau, also wir haben hier die Möglichkeiten, die verschiedenen Produkte zu nehmen. Vor allen Dingen beim Alu-Dibond gibt es zwei verschiedene Versionen. Da gibt es dann das klassische Alu-Dibond, das klassische Butler-Finish. Gerade wenn man eine glänzendere Variante möchte, gibt es bei uns die Möglichkeit, den Gallery Print zu kriegen. Da hat man letzten Endes auch ein Alu-Dibond und darauf ein Acrylglas. Natürlich noch die Hartschaumplatte. Was bei uns ganz besonders ist, ist, dass man zwischen dem Minimal- und dem Maximalmaß ganz individuelle Maße auf der Webseite bestellen kann, also zentimetergenaue Abmessungen für alle Produkte kriegen kann. Was jetzt ganz neu bei uns ist und demnächst kommen wird, ist, dass wir Poster auf Hartschaumplatten und auf Alu-Dibond kaschieren können. Das haben wir hier hinten zum Teil hinter uns an der Wand. Da kann man zum Beispiel ein sehr schönes Metallic-Poster auf einer Hartschaumplatte kaschieren und auch tolle Effekte. Jetzt ist es ja so, es weiß nicht unbedingt jeder gleich von Anfang an, was er denn gerne hätte. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass man sich mal so eine kleine Produktpalette zuschicken lassen kann, zum Beispiel? Oder dass es irgendwie was gibt, wo man sich vorher das mal anschauen kann, wenn man jetzt nicht auf der Messe ist? Genau, richtig. Da bieten wir die Möglichkeit an, auch Wandbildermustersets bei uns zu bestellen. Die kosten 15 Euro. Man kriegt allerdings einen 15-Euro Saal-Digital-Gutschein dazu, den man dann auf die nächste Bestellung einlösen kann. Da hat man dann wirklich alle Wandbildoberflächen bei sich zu Hause, kann die durchgucken, kann die angucken und kann daran entscheiden, was man möchte. Wenn es jetzt an den Bestellprozess geht, beziehungsweise dann an den Versand, wie stellt ihr denn sicher, dass auch größere Produkte, wie jetzt zum Beispiel diese Wandbilder, wirklich dann auch makellos beim Kunden ankommen? Was habt ihr da für Techniken? Das liegt uns natürlich sehr am Herzen, dass alle unsere Produkte unbeschädigt bei den Kunden ankommen. Wir haben da verschiedenste Verfahren ausprobiert, wie wir das gut verpacken können. Aktuell werden sie einfach auf eine sehr, sehr große, starre Pappe gelegt. Darauf kommt dann noch ein Fließmaterial, das das Ganze dann schützt. Und dann wird es sehr fest mit Folie befestigt und das wird dann beschickt. Wir haben damit sehr, sehr wenig Probleme. Also unter 1% Reklamationen. Aber wenn was schief gehen sollte, sind wir auch extrem kulant, das natürlich einfach auch mal zuzuschicken, weil wir wollen ja, dass sie mit dem Produkt Freude haben. Wir sind jetzt noch mal einen Schritt weitergegangen zum nächsten Tisch und hier ist ein Inspirationstisch aufgebaut zum Thema Hochzeit. Es gibt mehrere Inspirationstische hier, da hinten auch zum Beispiel für Babyfotografie. Aber für mich ist natürlich interessant der Hochzeitstisch, da ich ja selber auch Hochzeiten fotografiere. Und hier sieht man noch mal verschiedenste Produkte, die man verwenden kann, um den Hochzeitspärchen oder auch den Gästen dann eine Freude zu machen. Natürlich die normalen Hochzeitsbücher, aber auch zum Beispiel sehe ich hier ein Kissen, was man bedrucken kann. Also ich habe wirklich eine hohe Produktvielfalt. Richtig, genau. Also wir versuchen da wirklich viel zu bieten. Neben den Fotobüchern, die es natürlich in den Variationen gibt, gerade die extra dicken Seiten und gerade die Wattierungen sind für Fotobücher sehr, sehr schön. Darüber hinaus kann man sich aber auch ein Mini-Leporello gestalten als schönes Andenken. Kann man zum Beispiel auch während der Hochzeit auf den Tisch stellen. Wir haben Retro-Prints. Es gibt auch die Möglichkeit, hier Aufsteller zu machen. Das eine sehr schöne Möglichkeit ist, wahlweise aus dem Alu-Dibond-Material oder aus dem Acrylglas-Material. Es gibt natürlich auch noch Tassen. Und hier hat man wirklich dann die Möglichkeit, sich alle Produkte anzusehen, die da relevant sind, die hier spannend sind.
Ich habe ja auch noch ein Fotoheft, da habe ich auch nochmal eine sehr schöne Qualität mit einer Rinnbuchbindung. Also ihr seht, es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Produkte zum Ausprobieren, zum Anschauen. Geht da einfach mal auf die Seite von Saal Digital. Ich denke mal, die sind auch alle online zu finden. Richtig, genau. Und dann kann man sich da was Schönes aussuchen. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ach so, es gibt noch, natürlich, habe ich ganz vergessen, es gibt noch ein kleines Gewinnspiel. Und zwar, Saal Digital bietet hier insgesamt 3 Gutscheine im Wert von 30 Euro an, die ihr jetzt gewinnen könnt. Und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist einfach mal unten unter dem Video zu kommentieren, dass du gerne diesen Gutschein hättest. Dann kommst du automatisch in die Verlosung und kannst vielleicht einen von diesen 3 30 Euro Gutscheinen von Saal Digital gewinnen. Danke an dieser Stelle an euch beide. Dankeschön. Danke für die Vorstellung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.